Abstiegskampf, das große Zittern. Der Puls auf 180, die Nerven angespannt. In Stuttgart ist Huub Stevens der Kragen geplatzt. Das ist Abstiegskampf, schreit der Trainer des VfB. Hört doch auf, ihr seid Affen, Affen seid ihr. Kriegt sich Stevens gar nicht wieder ein und stürmt wutentbrannt vom Platz. So wüst hat er seine Spieler wohl noch nie beschimpft. Kalkül und alles nur ein Motivationstrick? Denn nur kurze Zeit später auf der Pressekonferenz ist der Knurrer von Kerkrade wieder bester Laune. Entschuldige, ja? Entschuldige mich. Von seinem Wutausbruch ist gar nicht mehr die Rede. Stevens beherrscht den Kampf gegen den Abstieg. Mal lobt er, dann kritisiert er offen und schonungslos. Und manchmal, ja, wird es auch mal so unruhig. Aber das sind immer Momente. Aber Sie wissen, die Spieler, wie wir als Trainersteam zu die Mannschaft stehen. Und ich denke, dass das immer wichtig ist. Noch nie ist Huub Stevens als Trainer abgestiegen. 2007 rettete er den HSV, seinen nächsten Gegner. Vergangene Saison den VfB, mit dem er jetzt erneut die Klasse halten will. Angesprochen auf mögliche Regeln für seine Profis vor dem Abstiegsendspiel gegen Hamburg, reagiert der Coach sarkastisch. Ich verbiete alles. Dürfe nur noch mal trinken und essen und das andere habe ich verboten. Ja. Schade für die Frauen. Ich kann doch nichts für. Ich habe sie das alles verboten. Nein, komm. Das sind doch erwachsene Menschen. Ja. Huub Stevens, er weiß, dass es gegen seinen Ex-Club schon um alles geht. Im schlimmsten Fall kann Stuttgart am Samstagabend schon als Absteiger feststehen. Das will der Niederländer unbedingt verhindern, mit allen Mitteln.